Herzlich willkommen bei Conan Exiles. Wir sind schon eine Weile unterwegs. Wir haben schon viel erlebt. Wir haben die ersten Tiere gezähmt. Aber was auch wichtig ist, dass die Tiere überleben werden. Und dazu müssen wir sie etwas leveln. Mal sehen, ob uns das gelingen wird. Ach, Holz hast du alles rausgenommen? Holz hatte ich, aber so viel war ja gar nicht da. Hab ich das noch was im Inventar? Nee. So, du gehst auf Folgen. Ist jetzt wieder Nacht? Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Könnte ein Sandsturm sein. Ja, das könnte. Ich muss hier mal. Sandsturm. Oh je. Mal gucken, ob die Tiere überleben. Nicht hinein, nicht den Banner hochklettern, du blöder Mann, du, ey, das ist doch nicht mehr normal. Ach, nee. Oh Gott, das sieht krass aus. Ich bin schon drin. Ja, ich weiß. Ich wollte geformtes Holz eigentlich herstellen. Ich gerade noch mit den Werkbänken alles ein bisschen rumexperimentiere. So, der Sandsturm musste sein. So, ich will hier rausgucken. Dann kriegst du aber eh nicht drauf, ne? Nö, ja, bisher nicht. Achso, hast du Glück. Hallo. Hallo. Wir uns aufs Bett fläzen. Jetzt krieg ich Sport drauf. Aber die machen, nehmen keinen Schaden. Ah, okay. So, denen geht's gut anscheinend. Der nimmt keinen Schaden, der nimmt keinen Schaden, der nimmt keinen Schaden. Ich nehme Schaden. Ich komm mal wieder rein. Ich nehme auch Schaden, weil du die Tür aufgelassen hast und ich zu nah an der Tür stand. Ups. Ja, ups. Hab ich wohl die Tür aufgelassen. Vorbei an Sturm. Sieht man den noch? Nee, zu spät. Ach doch, dort! Ah, falsche Richtung geguckt. Achso, er zieht dort in der Richtung ab. Bemerkenswert. So, jetzt wollte ich mal hier mal reingucken. Das ist Stufe 0. Ich wollte nämlich gerade mal diese drei hier mitnehmen. Und mit denen mal ein kleines bisschen davorlaufen zu dem Menschenlager. Dass die auch mal ein kleines bisschen leveln. Mach das. Ich kümmere mich erstmal noch um. Ich hoffe mal, ich kann weit genug laufen. Ich weiß nicht, was passiert. Oh, das werden wir sehen. So, die greifen wahrscheinlich wieder das Krokodil an. Immer erst dann, wenn ich komme. Auffällig, ne? Ich komme einfach ein Stück mit, weil hier vorne wachsen Bäume. So, den haben sie. Treue sind aufgestiegen. Sehr schön. Ja, da vorne ist noch so einer. Oh, mit einem großen Steinschwert. Ey, lass meine Hähne in Ruhe, was soll das? Schon greift er die Schildkröte an. Hat's wenigstens verstanden. Jetzt schauen wir nochmal, was die an Sachen hatten. Hat er noch Bock Pfeile für mich? Trocknete Beeren, brauchen wir die?
Oh, können sie ja mal mitbringen. Nur an die gesalzenen traue ich mich halt nicht. Das sind getrocknete Beeren. Das sind der andere. Hier ist noch ein Leichnam. Oh, was hat denn der? Was ist denn das? Glas. Der hatte Glas mit. Mhm. So, haben wir noch irgendwo ein Grasen dort hinten? Genau, angreifen. Sehr gut macht ihr das. Oh, Stufe 2. Das die Hähne ist Stufe 3. Ja, die Anfangsstufen gehen wahrscheinlich schnell. Oh, das ist meistens so. Und mehr sind hier nicht, ne? Mehr gibt's hier nicht. Wo, hier vorne ist ein Lagerfeuer. Da muss es ja auch Menschen geben. Gehe ich davon aus. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu weit. Du sagst mir, wenn du plötzlich gezogen wirst. Ja, du hörst mich schon meckern. Damit wir mal wissen, wie weit es überhaupt auseinander geht. Na du, was stehst denn hier so rum? Ach, du bist ein Händler, oder wie? Ein Händler? Ja, ich habe dem Händler Arkos der Wanderer. Drücke E, um zu sprechen. Was hat er dir zu erzählen? Tend to smell just a little more like despair. I'm Arkos. Once a sailor, now a wanderer. Ich habe ein Emote gelernt, höflicher Beifall. Ah ja. You should go up north. There's whole cities of exiles up there. Okay. Genau, greif den mal an. Sehr gut. So, dann werden wir auch gleich mal noch die... Ich kann es vergessen, dass ich die auch zerhacken kann. Klingt ja schon schmackhaftes Fleisch, was gut für die Hyäne ist. Ja. So, ist das hier sanftes Gewässer? Anscheinend ja. So, nochmal aufgestiegen. So, hier ist einer. Du greifst mich jetzt direkt an, ne? So, die will ich. Fleisch sammeln. Haben wir noch mehr? Irgendwo ist hier noch einer. Ach, der dort vorne. Na du. Will keine Emotes machen. Und danach verteilt man das noch direkt auf die Hirn, das Fleisch. So, der wird erstmal noch angegriffen. Die hätten wir. Kommt noch mehr? Nee. So, geht mal rüber. Ich will den nur noch zerlegen. Und voll in den Kopf. Voll in den Kopf geschossen.
bin ein Fleischsammler. Ich greife nur an und lasse die den Rest machen. Typisch ich, ne? Irgendwann war hier mal auch so einer mit dem Totenkopf, ne? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Eisenkopfpfeil. Da machen wir das Ganze mal mit der Waffe. Rolle. Hey, nicht mich angreifen, was soll das? Ich greife nur den Kadaver an. Ah, richtig viel Fleisch. Fleisch für die Hyänen. So, was mache ich denn jetzt? Ich werde gleich wieder rüberkommen, denke ich. Du hast jetzt gerade viel Holz gebaut, abgebaut, ne? Ja, nicht. Ich habe es aber schon wieder verwendet. Was hast du denn gebaut? Einen. Wie ist das Ding jetzt? Diese Wasserpress-Dings, ne? Ja, die Ölpresse. Also, man kann dort Beeren und Fische pressen. Bin wieder da. Schön. Hallo, willkommen zurück. Ich sehe gerade den hier. Greift dein Kugel die auch mit an. Eisenstein brauchen wir mal wieder. Ja, da müssen wir noch einiges holen. So, das können wir wieder halbieren. Und da können wir hier... Oh, die Hyäne hat nämlich nichts mehr zu fressen gehabt. Wenn sie angreifen, verbrauchen sie ein bisschen was. Wie sieht's denn mit dem Schieferrücken? Der hat noch 75. Aber der Ausflug war wichtig. Da haben wir doch noch ein bisschen Fleisch bekommen. Und Level schauen wir mal kurz. Level 5. So, jetzt habe ich auch eine Eisenaxt. Hat sie sich selbst hingestellt. Ja. Verrückt. So, wollen wir jetzt noch Eisenstein holen? Können wir machen, was hast du denn sonst wo? Ich weiß nicht, wie lange du noch spielen willst. Sandsturm ist ja durch. Also mir ist es egal, wie du willst. Da bin ich flexibel. Ach, dann gehen wir nochmal eine Runde Eisenstein. Gut. Dann setzen wir die wieder alle auf Folgen. Gehen wir erstmal auf die... Ach ja, mein Krokodil, ne? Wo liegt denn das? Hier. Ist das schon ausgetrocknet? Nö, gut. Folgen. Jetzt wieder davor gehen oder gehen wir gleich auf die andere Seite? Wo die Hyänen sind. Mal gleich auf die andere Seite gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Gewicht mit mir führe. Gleich mal schauen. Ach so, ich habe 3 Schieferrückenköpfe. So viel brauchen wir nicht. Die habe ich jetzt mal rausgeschmissen. Ja, wir haben ja noch 2. Die haben gar nicht so viel Gewicht verbraucht. Mal gucken, was habe ich denn noch? Ach, 172 Tierhaut. Da haben wir auch jede Menge. Ja. Jetzt sieht es schon besser aus. So. Jetzt mal wieder im grünen Bereich. Gut. Dein Krokodil ist auch mit da? Ja, das läuft mir theoretisch hinterher. Was ist denn? Keine Ahnung. Oh Mann. Ach hier. Ja, es ist ja gut. Es wäre jetzt wieder typisch, ne? Du hast ein Tier, kaum nimmst es mit, ist es weg. Ja. Ergreift die Flucht. Freiheit, yeah, weg. So, da können wir jetzt gleich mal noch ein paar Wesen vernichten, nebenbei. Mal gucken, ob wir noch so ein kleines Bambi fangen. Jetzt willst du mit dem Bambi. Na, aufziehen.
Sie will ein Bambi haben. Krokodil kommt gut. So, was bringst du? Vorne ist noch eine Babyhyäne. Willst du noch eine Hyäne? Sind sogar noch zwei. Ach so, hier ist eine Totenkopfhyäne. Oh. Das Vieh hat meine Hyäne getötet. Schweinerei. Oh, die Arme. Eine alchemistische Substanz habe ich bekommen. Die Arme. Dafür kriegt die andere jetzt das ganze Fleisch. Hier, ich habe dir eine neue gefangen. Hm, die kann man dann wieder in den Tierfleisch setzen. Kriegst du wieder eine. Ich habe glücklicherweise noch eine. Aber ich habe vergessen, dass ich hier halt auch diese Totenkopf. Ja, das letzte Mal hat die sich nicht bewegt, aber im Back. Sonst wieder dunkel. Kein Hyänenkopf. Was haben wir hier? Noch ein Hyänenbaby. Ich habe das Hyänenbaby getötet. Okay. Ich wollte es jetzt nicht einsammeln. Immer diese Dunkelheit. So, hier ist ein bisschen Licht. Mann, mein Krokodil kommt gar nicht hinterher. Bei den Viechern. Du Bock greifst nicht meine Hyäne an. Ich glaube, das Krokodil kann man nicht wirklich leveln. Nee. Das kommt nicht hinterher. Und meine sind weggerannt. Jetzt sind sie wieder da. Fackel kaputt. Aber ich habe anscheinend noch genug. Hallo, Krokodil. So, aber ist schon Stufe 3 das Krokodil. Achso, oh, hier vorne ist eine Spinne. Es muss, glaube ich, nur als Begleiter dabei sein. Achso, hier vorne ist trotzdem eine Spinne. Hier ist erstmal noch eine Hyäne. Meinst du die? Genau, und die direkt daneben ist auch noch. Die Spinne hast du denn gesehen? Wieder die wir sonst auch mal hatten an der gleichen Stelle. Ja, die, ne? Da oben in der Ecke halt. Die. Ach, die. Und sie rollt, da ist sie weg. Bei mir darf sie nicht rollen. Bei mir ist er auf und davon gerollt. Na, werft dann an. Guten Abend, Wersteleid. Hallo. Und erneut vielen Dank für deinen Sub. Sehr schön. Schon im vierten Monat. 5 Monate noch ins Kind kommt. So, wir sind eigentlich wegen Eisenstein los und ich level aktuell nur die Wesen. Ja. Irgendwie. Das läuft bei dir mal wieder rund im Dreieck. Ja, wir laufen in eine andere Richtung. Weil hinten muss Menschen gerne hier in Eisenstein. Mich zu sehr ablenken lassen. Wieder. Ja, nichts Neues. Genau. Bin ich wieder völlig überladen. Ich auch. Und das ist ja wegen dem Baby. Ich habe einen Kudu-Kopf. Oh, cool. Ich habe einen Hyänenkadaver. Ich möchte dann den Kudu-Kopf. Der bitte. Kadaver einer Hyäne ist Begleiter tot. Was läuft ab in... Hä? Okay, also dein toter Begleiter, den schleppst du gerade wieder rum. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Den Kudu-Kopf behalte ich mal, ne? Ja, bitte, den kann ich präparieren. Deswegen... Wenn wir so ein Bambi haben.
Sie will ein Bambi haben. Jetzt gucken wir erstmal hier drüben nach Eisenstein. Genau. Das hier ist Kohle, das brauchen wir nicht. Naja, Kohle brauchen wir schon. Oh, hier sind die Hyänen. Hallo, ihr beiden. Na, wie geht's euch? Oh, rote Augen. Nein. Genau, ihr kümmert euch erstmal um die eine Hyäne. Und ich versuche mir das mal auszuweichen. So, und jetzt. Totenkopf-Hyäne. Ja, die hat mich die ganze Zeit angegriffen. Dein Getreue. Doch, da steht Getreue, ist aufgestiegen. Ja, das steht ein bisschen komisch da. Ich nehme jetzt mal so einen Verband. Und wie geht's dir denn so? Hörst du leid? Auch die Frage an dich, hast du die Zeitumstellung gut überstanden? So, ich möchte eigentlich bloß mal hier, ich möchte hier mal Info. Das Krokodil ist Stufe 5. Mhm. Schmackhaftes Fleisch habe ich gekriegt, das kriegt man ja von diesen Voodoos. Au, das ist wieder eine Hyäne. Hallo, Hyäne. So, Getreue ist aufgestiegen. Sehr gut. Hier oben ist dann auch Hyäne, ne? Ja, kommt wieder angerannt. Hallo. So, den Rest macht ihr, ne? Na komm. Da oben ist noch so ein Junges, aber wir haben ja ein Junges. Ja, ein Junges. Nimm bloß wieder zu viel Gewicht weg. Jetzt hab ich mich von meinem Krokodil erschreckt. So, ist hier drüben Eisenstein. Das bist du normal, okay. So, das bringt auf alle Fälle Fleisch. Auch die ist erledigt. Genau. Du kommst frisch von der Arbeit nach 2 Wochen Urlaub und wunderst dich dann, dass im Auto die Uhr falsch geht. Läuft. Da hinten läuft sie. Und ich laufe ihr hinterher. Hör, Hanfalo. Ich suche Eisenstein. Ich finde keinen. Sehen wir nur Hyänen. Ich glaube, ich habe Eisenstein gefunden. So, das ist doch welcher, ne? Ja, Eisenstein. Ich 48 Steine aus so einem Brocken gekriegt, also 48 Eisensteine. Ja, sehr schön. Eine schöne Ausbeute. Lohnt sich das bessere Werkzeug zu haben. Pass auf, hiervon ist die Höhle. Ja, sehe ich auch gerade. Das sollte man nicht angreifen, weil dann rennen die Tiere ungeplant dorthin. Ich will mal nachgucken, ob es auch das Häutemesser als Eisenwerkzeug gibt. Ich glaube schon. Aber das ist ein separater Bereich. Oh, eine Hyäne. Ach, verrückt. Schon wieder eine Hyäne. Ach, da. Das Krokodil ist auch nicht besonders schnell beim Angreifen, habe ich das Gefühl. Nicht so wirklich. Du bist noch eine Hyäne. Erwischt. So, sehen wir jetzt hier drüben mal irgendwo noch ein bisschen Eisenstein oder sowas? Ach ne, wo ist eine Hyäne? Okay. Ich bin verkrüppelt. Warum das? Warum geht denn deine Cam nicht mehr? Vielleicht ein Treiberproblem? Oder hat die wirklich einen Geist aufgegeben? Hast du vergessen, Strom einzuschalten? Ja, die läuft ja über Strom am PC. Okay. Die hat keine eigene Stromversorgung. Ich habe gar keinen Platz mehr für so ein Bambi. Da unten steht eins und ich habe keinen Platz mehr. Steht eins. Hier gerade hin.
Das links, ja, ne? Das da, wo ich hinlaufe. Das ist ein kleines Bambi, was so, man. Ich sehe hier links auch eins. Nehmen kann. Ich hab eins. Ah, oh, schön. Jetzt können wir ja wieder nach Hause gehen. Ein Rehkitz. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Schauen wir kurz in der Richtung, ob hier noch irgendwo Eisenstein ist. Naja. Wir können ja mal an unsere übliche Stelle gucken vorne. Also du meinst im Osten von unserer Basis das Ding, ja, noch, ne? Da wo der einzelne Mensch immer sitzt. Genau, gehen wir da nochmal hin. Also so begeistert vom Krokodil bin ich nicht. Ich hoffe, das Reh ist dann schöner, ein bisschen schneller. Na, das wird auf jeden Fall schneller sein. Das Krokodil ist sehr langsam. Ach, du kommst schon, okay. Und einen Panther möchte ich mir nehmen. Ah, hier drüben ist das Totenkopf-Krokodil. Ja. Oh, das hat halt gleich drei Totenköpfe. Das ist dann vielleicht eine... Ja, ja, ich weiß schon. Ein Nümmerchen zu hoch. Dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig als... Das hat einen Totenkopf. Dann bleibt dir aber nichts anderes übrig, als eine neue Cam zu kaufen. Die sind ja preislich eigentlich auch nicht ganz so hoch. Meine so. Meinung zumindest. So, müssen wir ein bisschen in die Richtung, ne? Ja. Hier so lang. Da vorne ist auch das Vieh mit dem Totenkopf. Ach, hier ist das Vieh mit dem Totenkopf. Es ist alles abkühlend hier. Oh, es will. Ach, es will doch, okay. Stirb! Ausweichen. Ich hab gesagt, stirb! Ich wollte ausweichen und bin gegen meine eigene Schildkröte gerollt. So, erledigt. Oh, ich nehme meine Axt. Ich nehme schmackhaftes Fleisch. Ja, für eine 20 Euro Kämme hat es schon gut gearbeitet, das stimmt. Da drüben steht einer. Also musst du ja selber wissen, ob du eine brauchst fürs Stream. Das ist der, mit dem ich vorhin gesprochen habe. Ach so, ist der Händler. Ja. Kann ich auch den höflichen Beifall. Greif mich nicht an. Los, Krokodil, mach was. Ach nee, es läuft jetzt dir hinterher, ne? Ich wüsste gar nicht, wo du bist. Ich war direkt bei dir und hab dort gerade gekämpft. Weil ich noch die beiden Schildkröten hier mit erledigt habe. So, du bist jetzt. Ach, du schwimmst, okay. Ja. Da schwimme ich mal mit. Da ist ein Kaninchen. Oh, streckt sich auf. Ist schon irgendwie putzig. Hier sind noch mehr Kaninchen. Das ist schon irgendwie putzig. So, also gerade hin ist unser Haus. Genau. Hier ist gar nicht. Wo war jetzt immer die? Auf der anderen Seite vom Haus. Okay. Deswegen müssen wir das mal ein Stück schwimmen. Links, rechts, geradeaus. Du hast hier einiges abgeholzt. Ja, ich habe Holz gebraucht. Schon gewundert, warum sieht das hier so licht aus? So, wechseln wir wieder zur Waffe. Was ist denn hier wieder los? So, ihr greift erstmal den an. Sehr gut. Es läuft. Wie sieht's jetzt hier aus?
Oh, jetzt Stufe 8 erreicht, bald ist er Stufe 10. Bei so, dir? Hat er bewacht? Na, der ist erst Stufe 6. Also der Level noch unterschiedlich, je nachdem, wie sie wahrscheinlich schon mit angreifen. So, die jene. 10. Hast du jene reingesetzt? Ja. Und ich habe auch noch schmackhaftes Fleisch. Sehr gut. Kurz schauen, das Inventar hat noch 34 Fleisch. 68 Pflanzenphasen, ja, erst immer noch 21 mehr und dann gehen wir nochmal in die Richtung. Oder wolltest du erst noch irgendwas abladen? Ne, ich muss erst nochmal kurz ein bisschen. Der Kudo-Kopf kann in die Werkbank. Werkbank. Ne? Dann legen wir den erstmal noch ein. Hier, das ist die Werkbank. So, Kudo-Kopf. Hier ist noch Platz für das Rehkitz. Ich denke mal, ja, sollte. Dann legen wir das nämlich auch gleich mal noch rein. Genau, hier ist noch. Nimmt sich gleich was zu fressen. So, das Rehkitz ist auch platziert. Super. Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder wie? Und Sprung. Und Sprung. Hier komme ich raus, gut. Wasser. So, ich gehe gleich mal zum Wasser und trinke noch was. Und zwar Fleisch. Wasser. Ich habe Wasser getrunken. Ich trinke auch noch was. Die sind wahrscheinlich auf kurze Steigerfolgen gestellt, deswegen kommen die so nah. Was? Da gibt es noch Unterschiede? Du kannst die auf 5 Meter, 10 Meter, ich glaube bis zu 30 Meter stellen. Ach so. Mein Krokodil bewacht. Wir laufen, laufen, laufen und laufen und laufen immer weiter durch Tag und Nacht. Nachts ist es dunkel. Da sieht man nicht so viel. Da muss man wohl eine Fackel dabei haben. Aber so ist es bei dem Spiel. Und genau das macht's auch wirklich so wunderblendend. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Sandstürme gibt's auch immer mal wieder. Zumindest in der Region, in der wir uns aktuell noch befinden. Und wir werden sehen, was demnächst alles noch so passieren wird. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst ein Abo da. Daumen hoch. Mögen die Hörner stets nach oben ragen.